Ein wunderschöner neuer Tag mit Sonnenschein. Ich mache mal den Kofferraum zu. Hatte gut geklappt, mich rein zu sneaken. Jetzt geht's weiter Richtung Tetlin Junction, aber erstmal noch ein bisschen einkaufen. Und ich muss meine Mütze wiederfinden. Das sieht ja hässlich aus, wie ich hier rumrenne. Nicht, dass ich sonst schön wäre, aber es gibt ja schon Minimalsanforderungen auf YouTube, oder nicht? Ganz minimal, aber auch noch. Wir fahren gerade durch Nordpol, richtig witzig. Dieser Ort hier ist einfach Nordpol. Und guck mal, wie lange wir tatsächlich brauchen bis nach Tetlin Junction. Unsere Navis haben da etwas unterschiedliche Ansichten. Die variieren von 7,5 Stunden bis knapp 3. Aber die Aussicht ist nach wie vor schön. Wir haben super Wetter, das ist ein absoluter Traum. Oh yeah, Leute, es reicht schon echt, wenn man die Gassen lang fährt. Alaska ist einfach wunderschön. Guckt euch mal diesen Ausblick an. Uhuhu. Mit diesen schneebedeckten Gipfeln da hinten ist einfach traumhaft. Das war einmal wieder ein erneuter Stopp, einfach weil es so wunderschön ist. Ronny sagt es. Jetzt hat er den Sound vermisst. Scheiße. Scheiße, fandst du es? Aber ist auch das Einzige, was hier scheiße ist. Ja. Dieser Boy in dieser Natur. Die Natur ist geiler. Aber du hast hier auch harte Konkurrenz, muss man sagen. So, ihr Lieben, jetzt geht's richtig rund. Wir haben hier gerade Tetlin Junction erreicht. Das ist dort, wo jetzt der Taylor Highway abgeht, der dann später zum Top of the World Highway geht. Es sind noch 165 Meilen bis Dawson City. Und wir sind einfach mal mega gespannt, was uns erwartet. Ja, wir haben jetzt eine kleine Planänderung beschlossen. Und zwar hatten wir vor, unterhalb des Top of the World Highways zu übernachten. Jetzt haben wir uns überlegt, weil wir noch relativ viel Zeit haben, wir haben jetzt gerade mal 3 Uhr am Nachmittag, dass wir doch noch den Top of the World Highway bis zur kanadischen Grenze fahren. Das ist auch der geschotterte Teil, der wahrscheinlich etwas schwieriger zu fahren sein wird und etwas länger braucht. Dann fahren wir noch kurz über die Grenze und nach der Grenze suchen wir uns dann oben irgendwo eine ganz geschmeidige Stelle, in der wir übernachten können. Teilweise im Auto, teilweise im Zelt, also einer Auto, einer im Zelt, zwei im Zelt. Und ja, morgen werden wir dann den ganzen Tag in Dawson verbringen. Wetter ist top. So machen wir's. Adventures Calling! Yeeha! So fängt der Taylor Highway schon mal an, der nachher zum Top of the World Highway wird. Ziemlich krasse Täler mit teilweise abgestorbenem Wald, teilweise immer noch diese abgefahrenen Farben wie hinter uns. Absolut traumhaftem blauem Himmel. Das ist ein Traum. Ich glaube, das sind auch so ziemlich die einzigen Witterungsbedingungen, wie man es mit so einem Vehikel schaffen kann. Wenn es regnen würde, würde das, glaube ich, ganz anders aussehen mit so einer Karre.
richtig verrückt. Wir befinden uns gerade hier auf diesem Taylor Highway und der hat hier einfach eine Unterbrechung. Wir sind mal gespannt, wo der uns da lang schickt. Weil wenn ich jetzt mein Navi sage, okay, ich will hier hin, dann schickt er mich ernsthaft einmal außen rum über Whitehorse. Der will mir 1000 Kilometer Umweg machen, anstatt da durchzufahren. Ich bin ja mal gespannt, wie das aussieht. Wir sind jetzt gerade auf jeden Fall mal auf so einem Zwischending zwischen Gravel und manchmal geteerter Straßen noch angekommen. Das ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Hier hört der Weg offiziell auf. Mal gucken, wie es weitergeht hier. Ändert sich nichts. Inoffiziell sieht aber alles aus wie vorher. Ja, nach wie vor. Noch stoppt das Navi an der Stelle. Und wir fahren durch die Pampa. Okay, die haben das einfach nur so programmiert, damit das Navi einen hier nicht durchschickt. Ich glaube, hinter uns kommt einer mit einem Dodge Charger hier entlang. Echt? Jo. Ja, der hat Eier. Andererseits ist sein Auto wahrscheinlich nicht schlechter vorbereitet als unseres. Nee. Also. So. Eis einfach. Jetzt haben wir gerade noch September, Anfang September. Und hier ist der Fluss einfach schon gefroren, weil die letzten Nächte auch Minusgrade waren. Und heute Nacht pennen wir auch wieder draußen. Yeah! Und wir sind nicht die einzigen Bekloppten, die mit so einem Auto den Top of the World Highway fahren. Gerade ist ein Dodge Challenger vorbeigekommen. Wir sind auf dem Top of the World Highway angekommen und das Verrückte ist, er ist gerade kurz erstmal asphaltiert. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Das wird das Ganze natürlich theoretisch einfacher machen, ja? Offiziell soll er ab der kanadischen Grenze asphaltiert sein. Ach, ab da soll er asphaltiert sein? Ab der kanadischen Grenze, genau. Ach krass, vielleicht haben sie ihn jetzt mittlerweile komplett asphaltiert und nur der Taylor Highway ist noch teilweise... Die Möglichkeit besteht. Ach, interessant. Guck mal darüber, Jungs, guck mal darüber. Hammer. Denke ich gar nicht aufgenommen. Habe ich das vorher überhaupt aufgenommen? Ich habe es nicht aufgenommen vorher, ey. Ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. So eine Scheiße, das passiert mir öfter. So Leute, es ist ziemlich frisch hier, aber das ist in Alaska eben so. Drüben in Kanada, da hinter dem Hügel ist die Grenze, ist es bestimmt wärmer. Genau, das ist die letzte Aussicht hier aus Alaska, bevor wir nach Kanada übersetzen. Dass man an der Grenze nicht filmen darf, habe ich ja in Ungarn die Erfahrung gemacht. Guckt euch das Video an. Deswegen werde ich das dieses Mal auch sein lassen und wir hoffen, dass wir unbeschadet in Kanada ankommen. Und dass wir heute Nacht irgendwie ein Plätzchen finden, der vielleicht mit so einer Aussicht gesegnet wäre. Das wäre ziemlich nice. Eventuell von hinten noch windgeschützt? Mal sehen. Back in the Yukon! Boah Leute, es ist schon wieder richtig kalt. Ich habe jetzt, seitdem wir in den Yukon reingefahren sind, irgendwie nicht mehr wirklich was gefilmt und die Kamera fast schon weggepackt. Deswegen mache ich jetzt nur noch diese Aufnahme hier mit dem Handy und zeige euch stattdessen einfach ein paar Fotos, die der Ronny gemacht hat. Wir haben die krankesten Nordlichter. Es ist wunderschön. Haben noch einen Elch hier auf diesem Relief oben vom Berg gesehen. Hammermäßig, aber Alter, es ist richtig kalt und der Wind ballert richtig böse. Wir haben keinen Schlafsack. Also Jonas und Ronny haben keinen Schlafsack. Ich habe echt keine Ahnung, wie wir das heute Nacht machen wollen. Das wird bitter, bitter, böse kalt. Bitter, 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 böse kalt. Falls wir heute Nacht nochmal aufwachen sollten, weil wir erfrieren, melde ich mich vielleicht nochmal. Ansonsten sehen wir uns einfach morgen früh, wenn das Auto langsam wieder warm wird. Eine gute Nacht.